Wir waren Troll-Level, das mich getrollt hat. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Zuschauerprojektes in Super Mario Maker 2. In der vorletzten Episode gab es ja ein kleines Skandalchen, auf das ich jetzt erst eingehen kann, weil die Episode dazwischen halt schon produziert war, bevor ich da die Kommentare lesen konnte und so weiter und so fort. Und zwar war da, ich glaube, auch schon zum wiederholten Male ein Level drin, das letzte Level der Episode, das eigentlich ein Level von Nintendo ist. Ich glaube, entweder so ein Startseitenlevel oder vielleicht gab es auch schon mal Level, die vorher im Wii U-Teil mal drin waren und die halt einfach eingereicht wurden oder nachgebaut wurden oder wie auch immer. Das kann ich natürlich leider nicht alles kontrollieren, weil ich bei weitem nicht alle offiziellen Level kenne. Ich würde sogar sagen, ich kenne die meisten offiziellen Level nicht, denn Super Mario Maker 2 ist ja immer noch meine Mario Maker Reise vom Anfang bis dahin. Ihr habt nicht so viel Wii U und Wii war ich raus, hab ich gar nicht so viel gespielt, hab ich kein Mario gemacht, deswegen kenne ich das Level nicht. Ihr versteht, was ich meine. Das kann vorkommen, wir ärgern uns da nicht drüber, beziehungsweise ihr ärgert euch bitte nicht darüber, wenn ihr es im Nachhinein bemerkt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war zumindest von dem Ersteller auch das letzte Level, da wurden insgesamt 3 eingereicht, ansonsten hätte ich die weiteren Level gar nicht mehr gespielt und quasi eine Disqualifikation ausgesprochen. So, um das hier aber mal kurz rauszuräumen, einfach um anzumerken, dass ich das im Nachhinein schon bemerkt habe und mich auch in den Schlaf geweint habe, dass jemand so etwas Grausames tun könnte. Das geht ja mal hier, sich mit fremden Federn schmecken! Gibt's jetzt Kedos spaßige Thwomp House? Spaßig für uns Zuschauer, nicht für Kedos. Inspired by Keef and Potato Chan von Yoni. So, da steht noch was dabei, nämlich das ist mein kleines erstes Troll-Level, das ich gemacht habe. Viel Spaß damit. Ich habe mich von den Trolls und Konstruktionen des österreichischen Maker-YouTubers Keef Gaming und dem kanadischen Maker-YouTuber Potato Chan inspirieren lassen. Guck mal, da haben wir ja jetzt sogar das perfekte Gegenbeispiel, sogar mit Credits, woher die Inspiration kam. Wobei natürlich ein Level kopieren, das ist keine Inspiration, das ist Clown. Ja, uns als was Eigenes ausgeben. Das gibt's hier nicht. Das Tribunal hat gesprochen. 2,35%ige Abschlussrate. Was für ein... Hallo, ich hab auf A... So. Jetzt geht's los. Ich bin wild drauf. Ihr merkt das. Ich bin wild drauf. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich hab Bock. Es wird bestimmt gespinnt, aber das mit dem Trollen... das ist mir... Das kommt mir bekannt vor. Also ich meine jetzt nicht den Tod. Einfach allgemein. Das kommt mir bekannt vor. So, was geht hier ab? Ach ja, natürlich. Alles klar. Alles klar, natürlich wird auch direkt was aktiviert. Ich werde jetzt erstmal versuchen, an das Troll-Level mal ganz anders ranzugehen. Und zwar so. Und mal schauen, ob ich hier oben irgendwas... Das ist ein Checkpoint. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich irgendwo nicht in die Röhre gehe, weil da geht das Level dann einfach von vorne los. Und das muss eigentlich nicht sein. So, hier kann man so runterfallen. Was passiert, wenn ich in die Türe reingehe? Oh, ist das überall? Ist das wirklich der Hauptaspekt von die Level? Ist das der Hauptaspekt von die Level, dass die ganze Zeit ein Thwomp mir ins... Och, nee. Naja, es sind zumindest mal etwas innovativere Trolls als einfach nur ein versteckter Block. Ich kontrolliere immer so ein bisschen gegen, ob es hier irgendwas rauszuholen gäbe, indem ich auf den Thwomps spinne. Hier muss ich ja sogar mit dem Thwomp hoch. Frage ist, muss man das hier aktivieren oder nicht? Jo. Hier kommt doch bestimmt auch einer runter, oder? Ah, Eiszapfen, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh, und jetzt geht's aber los mit den versteckten Blöcken. Das muss doch nicht sein. Versteckte Blöcke, versteckte Röcke. Worüber man versteckte... Oh, guck mal, hier gibt's auch... Oh ja, da sind auch noch welche. Hatte ich schon vermutet. Entweder wäre ich davon ausgegangen, dass es da hochgeht oder da halt nochmal irgendwas durch die Gegend trollt. Es war Letzteres. So, hier machen wir das hier, das hier, das hier. Dann machen wir das hier so schön rein. Macht das jetzt Sinn, das zu aktivieren? Ja, ich denke schon, ne? Macht schon Sinn. So, lass mal die mal einmal nochmal runterfallen. Dann sind wir hier durch. Ach nee, da geht's in den Checkpoint rein. Fehler. Oh, nicht, das ist der richtige Checkpoint. Das ist ja völlig faszinierend. Hier gehe ich sicherlich nicht rein.
Das kannst du aber voll... Hier geht's in den Checkpoint. Oh Gottchen. Ist eine geile Zeit. Ist schon eine geile Zeit, die wir da... Das muss schon... Ist schon geil. Hier bin ich echt manchmal ein bisschen noch im Schlaftablettenmodus und... Na komm. Komm doch mal runter, bitte. Ey, das kann's... Ach Gottchen, das geht doch jetzt nicht. Nehme ich eigentlich auf. Ja. Hier muss doch irgendwas passieren. Ah, das ist irgend sowas. Das ist ein Powerblock. Aha. Ich nehme den und dann stelle ich mich da drauf. Das ist das, was ich mache. Alter, hier wird aber ausgeteilt! Soll ich da einfach nochmal zurückgehen in die Tür? Ich könnte entweder auf die Feder springen, dafür bin ich aber bisher kein einziges Mal schnell genug gewesen, oder einfach versuchen durchzurennen und die Feder zu ignorieren. Das ist ja eine völlig verrückte Passage. Da muss man ja sogar ein bisschen rätseln. Das macht dann ja so ein Troll-Level nochmal angenehmer, wenn zumindest ein wenig Denksport mit dabei ist. Also ich kann da rein und dann schnell wieder durch. Aber dann aktiviert sich ja der P-Switch trotzdem und ich muss hier wieder von neuem warten. Ja, ich werde schon durchspringen müssen. Oder ich springe halt in die 50er Münze da rein, da oben. Dann bin ich da nämlich fest. Ja, warte, das wäre eigentlich ein ganz guter Plan. Ich glaube, das ist es auch. Ja, ich glaube, man springt hier hoch. Landet dann erstmal da drin, ist dann in... Das müsste passgenau irgendwie funktionieren. Okay, ich kann auf der Feder landen. Ich muss aber unbedingt einfach zur Röhre. Das heißt, wenn ich schnell drüber springen, müsste das auch irgendwie gehen. Ja, das geht... Nee, da kann... Nee, ich habe ein... Ich habe ein Haar im Mund. Das funktioniert schon mal alles nicht, was ich hier mache. Och komm. Och komm, jetzt wird's ja traurig. Jetzt sind wir ja bald wieder auf... Was ist mit dem Kabel hier auch heute los? Ich werd völlig wahnsinnig. Leute, ich sag's euch, kaum werden die Temperaturen wieder wärmer und ich muss hier bei über 22 Grad oder so aufnehmen, reicht mir das schon aus, dass irgendwie die Nervenstränge echt anfangen, sehr, sehr blank zu liegen. Also, sehr, sehr blank. Die sind so blank, die kriegen keinen Kredit mehr bei der Bank. Wie macht man das so? Oh! Oh! Und jetzt gehen wir hier rein oder gehen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Geh mal in die Röhre. Weh, die geht wieder über den Checkpoint raus. Das ist das Ziel. Viel zu kompliziert gedacht. Und man kann wohl... Es geht doch dann einfach von... Ich dachte, ich muss da oben in dieses Viereck rein, um dann da den P-Switch abzuwarten und entspannt weiterlaufen zu können. Aber das war's gar nicht. Ja, war ein Troll-Level, das mich getrollt hat. Die dann doch aber hier und da vorhandenen Rätselfaktor. Den möchte ich noch kurz dem Troll-Level dazu schreiben, bevor wir hier ins zweite Level übergehen. In den Moment, das muss schöner rauskommen. Den Himmel. Kedos Heaven von ADK André oder Walter Black auf dem Discord. Hey Kedos, hat mir sehr viel Mühe gegeben und ich glaube, es sind ein paar kreative Ideen dabei. Es ist ziemlich simpel, aber ich finde gut gestaltet. Es gibt viel los mit Eigenlob. Ihr seid selbstbewusst drauf. But the heaven has a dark side. Eine Abschlussrate von 2,6% mit einem Weltrekord, der bei über einer Minute liegt. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Längere Level, niedrige Abschlussrate. Wir pendeln uns aber, glaube ich, ganz schön aktuell so auf diesen zwischen 2 und 5% ein. Eher Richtung 2%, was hier die ganze Zeit gespielt wird. Und jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Himmel aussieht. Ich würde mich schon freuen, wenn wir einfach nicht trollen. Geht hier irgendwas? Nee. Oh. Moment, ich wollte ein bisschen Speedrun gerade. Also ich war im Speedrun-Modus drin. Das war aber nicht so die richtige Entscheidung. Also die gehen runter. Ah, die gingen aber auch nur irgendwie runter, weil ich es ein bisschen unangenehm erwischt habe. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Hier ist ein One-Up drin. Da 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 ist ein One-Up drin.
Da ist ein One-Up drin und da ist ein One-Up drin. Macht das irgendjemand zu seinem Weckton? Da steht man wirklich mit der richtigen Stimmung dann morgens auf. Ah, okay, das ist irgendwie... Okay, wir können hier nichts schießen. Woran wurde gedacht? Das ist eine coole Idee. Wir haben ja so ein kleines Labyrinth. Bestimmt bis wir hier oben. Ja, so richtig labyrinthmäßig ist es noch nicht. Zumindest sind wir noch richtig unterwegs. Och komm. Hitboxen. Ich höre mich schon an wie Dinkelberg. Nur mit dem Satz Hitboxen. Okay, da kann man eigentlich durchrennen. Es ist nicht so wirklich labyrinthmäßig. Man kann sich zumindest... Ach komm! Man kann sich nicht einsperren. Mann, was ist denn das? Du kannst mir das doch nicht erzählen. So, jetzt bleiben wir mal bitte da schön mittig. Damit das hier kein Stress mehr wird. Schön gefällt mir, dass das hier auch trotzdem mit Münzen gearbeitet wurde. Muss ich hier irgendwas reinwerfen? Oder... hätte ich hier rein sollen? Ich glaube nicht, ne? Oh nee. Ich glaube, hier soll man nicht rein. Ich muss ja irgendwie den Powerblock benutzen. Na, so kann ich mich hier umbringen, wenn man sich hier... Dafür ist es ja gedacht. Wenn man sich hier softlockt. Ich denke mal, hier hätte eigentlich einfach nur das reingeworfen werden. Ach komm, jetzt setzt er die immer wieder auf. Das geht doch auch nicht. Guck mal, ich krieg's nicht hin. Kann man mich jetzt bitte mal... Please let me die. So. So, jetzt. Oh, ja. Oh, selten habe ich mich über den Tod so sehr gefreut. Da kann man sich ein bisschen unangenehm softlocken. Vor allem, weil es eigentlich kein konkreter Softlock ist. Es wurde daran gedacht, wie man sich wo rausholen kann. Aber man kann trotzdem unangenehm hängen bleiben. Und dann fühlt es sich ja noch dümmer an. So, jetzt lass ich mal nochmal... Ich schaue mir das jetzt nochmal genauestens an. Jetzt sollte das richtig sein. Jetzt kommt da nämlich... Hier müsste doch eigentlich der Powerblock jetzt rauskommen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich bring mich nochmal um. Eigentlich müsste da der Powerblock rauskommen, mit dem ich dann die Thorns beseitigen kann. Ja, der Panzer müsste ja auch schon wirken. Der müsste den Powerblock da rausholen. Ganz klar. Aber er macht's nicht. Vielleicht, weil ich irgendwie nicht richtig im Feld bin? Okay, also der geht da hoch. Okay, das ist echt... Das ist nicht gut, dass das nicht direkt funktioniert. Da ist Jank, nennt man das. Wenn was nicht zuverlässig funktioniert. Und so fühlt sich's aktuell an. Außer ich mache irgendwas ganz gewaltig falsch. Aber eigentlich ist das ja eine glasklare Sache. Und da reingehen kann ich nicht, weil ich komme nicht mehr raus. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt hier zuverlässig anders... Ah, so. Ja, aber dann aktiviert er immer einfach nur den Schalter. Ah, jetzt hat es mal funktioniert. Na, guck mal. Ich habe es aber auch ein bisschen anders reingeworfen. Also davon hängt es schon auch nochmal ab. Trotzdem nicht so ganz optimal. Und wir müssen auch immer noch irgendwo mal zwei Schlüsselteile herorganisieren. Geil, nochmal ein Checkpoint. Lässt sich mitarbeiten. Und hier ist nochmal eine extra... Feuerblume drin, falls ich nochmal eine bräuchte. Jetzt gibt es bestimmt nochmal hier so einen klassischen Bossfight, oder? Ja, natürlich gibt es nochmal einen klassischen Bossfight. Inklusive verschiedenster... Hallo? Muss ich die eigentlich auch? Haben die auch ein Schlüsselchen drin? Nee, sieht bisher nicht so aus. Dann habe ich hier zwei Schlüssel. Ja, das sollte ausreichen. Und dann kommen wir bestimmt doch gleich zum Ziel. Dürfte so halbwegs hinhauen von der Zeit. Nee, noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach mal ein bisschen hier... Oh, es ist unangenehm, sage ich euch. Hier auf den Förderbändern. Jetzt muss ich wieder treffen. Das ist ja völlig... Das ist ja völlig wasted jetzt. Ich spring da rein! Ich hasse Förderbänder! Offiziell jetzt auch. Es kommt auch auf die Hassliste drauf und die ist inzwischen sehr, sehr lang. Naja, zumindest haben wir ja da hinten schon mal...
Das finde ich sehr, sehr schön, dass einfach vom reinen Gameplay-Design ist das eine schöne Geschichte, dass ein Power-Up nach dem Checkpoint nochmal versteckt ist und wenn ich mich mehr im Level umschaue, ich mir dadurch das Spielen gewaltig erleichter. Finde ich wirklich gut gemacht. Und wir haben wieder ein paar etwas kreativere Bosskämpfe. Förderbänder sind halt Förderbänder. Da kann ich wirklich wenig machen. Ich werde jetzt aufhören, hier versuchen, auf ihn drauf zu springen. Oh, guck mal, genau deswegen hasse ich sie so sehr. Das ist... Och, ey, ganz ehrlich, du kannst doch mir mal ehrlich die Nudel putzen, die ich überall in meiner Küche habe. Ich habe wirklich gute Nudeln. Es sind Qualitätsnudeln. Richtig, also ordentliche, gute Nudeln habe ich da, mit denen man wirklich tolle Pasta machen kann. Was ist hier alles drin? Okay. Da ist das Ziel, ne? Wenn ich jetzt nicht lost bin. Ja. Hoho. So wenig Vertrauen habe ich schon in die Level, dass ich sage, da ist das Ziel, wenn ich jetzt nicht lost bin. Das sieht zwar immer gleich aus, in dem Stil. Aber man kann ja schon mal aufhören, in diese Richtung zu vertrauen, weil mir wurde der Himmel versprochen. Aber es war auch schon himmlisch. Bis auf die eine Passage mit dem Panzer, wo man jetzt natürlich sagen kann, das fällt einem nicht auf, wenn du gleich beim ersten Mal den Panzer richtig wirfst. Also wenn du es kein zweites oder drittes oder viertes Mal machst. Wenn du ihn aber, ja, falsch werfen ist auch nicht der richtige Ausdruck, weil das sollte einfach konstant funktionieren. Das wäre ein bisschen besser. Sonst war es aber optisch schön, hatte eine schöne Spannungskurve bis hin zu den Bosskämpfen und ist somit eine himmlische Erfahrung mit den angekündigten Schattenseiten wert gewesen. Falls ihr euch immer noch fragt, dreht der Kedos eigentlich die Abschlussrate nach wie vor hoch? Ja, natürlich. Was denkt ihr denn? Digga mal. Puh, heute sind wir echt mal wieder ein bisschen tougher unterwegs, habe ich das Gefühl. Für ein drittes Level reicht es zumindest trotzdem noch und es nennt sich mein erstes Level für Kedos von Antakuma. Ist mein erstes Level, welches ich je gebaut habe, ist auch nicht schwer. Hoffe, es gefällt trotzdem jedem, der es spielt. Trotzdem eine Abschlussrate von 2,79%. Da wurde sich wohl etwas unterschätzt. Sub-Kedos. Wirklich, das ist auch in letzter Zeit diese Ankündigung. Ich merke, hier kommt so ein bisschen Lokalpatriotismus für meinen Kanal auf. Also auch gerne mal, wenn ihr Smalltalk haltet, in Gespräch mit egal wem, einfach nur Sub-Kedos. Ja, dann stürme ich hier einfach mal rein. Wir sind im Super Mario 3D World-Stil. Das heißt, der neueste. Nach wie vor, es wird auch in Super Mario Maker 2 wohl für immer der neueste Stil bleiben. Und ich soll 3,50er Münzen mir in mein gieriges Täschlein stecken. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, komm. Ja, also machen wir das hier, ne? Kommt da ein Schlüssel raus dann? Ja, gib mir den Panzer mal mit. Kann ja nicht schaden. Vielleicht kann ich damit irgendwas anstellen. Ich werfe ihn da rein. So, hier ist die erste 50er-Münze. Sind das hier, sperrt man sich hier ein? Nee, tut man nicht. Ich schaue mal noch so ein bisschen einfach. Ich schaue es mir trotzdem an, weil ich da Bock drauf habe und das witzig finde. Ich finde es sehr, sehr gut. Oh, dass hier für ein Zeitlimit gesorgt wurde. Ansonsten wäre das sicherlich eine Ecke zu einfach gewesen. So muss ich jetzt gleich mit Speed rangehen und erarbeite mir erst die Route, sterbe ein bisschen ein paar Mal. Das ist schon okay. So, also schnell runter. Schnapp uns schnell den Otto da rein und dann können wir da eigentlich direkt warten, um dann zügig in die Türe reinzugehen. Weiß jetzt nicht, ob ich den Pilz mitnehmen will, weil ich arbeite eigentlich so oder so. Das hier ist halt ein super Problem. Und jetzt habe ich auch schon verhagelt. Jetzt habe ich es auch schon verkackt. Und ich warte, bis das hier wieder runterkommt. Währenddessen kommen hier weiter diese ganzen Verfolgungs-Bullet-Bills raus. Ja, das ist alles nicht so optimal. Jetzt habe ich nur 18 Sekunden. Und wenn ich halt wenn ich groß hier hingehen würde,
dann könnte ich auch den Block gleich noch damit fertig machen. Was ist denn jetzt hier los, ey? Jetzt geht's hier von Block in Block. Aber da vergeht zum Glück ziemlich wenig Zeit. Ich hätte noch 9 Sekunden, wenn ich gleich die Münze entdecke. Der Schlüssel war da, glaube ich, in diesem vorherigen Raum drin. Das gefällt mir überraschenderweise echt ganz gut. Es ist auf Zeit. Das macht's anspruchsvoll. Ich glaube... Nee, ich nehme immer noch nicht den Pilz mit. Was mich ja Zeit gekostet hat, war das hier, dass das nicht funktioniert hat. Das hat ja jetzt funktioniert. So, und hier war... Genau. Und da kommt man hier aber nicht anständig hoch. Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Man kommt hier echt nicht anständig hoch. Was ist das denn für ein Käse? So käme ich hoch. Aber man braucht dann schon die Power-Ups irgendwie. Aber jetzt passiert der Kram wieder. Ich habe nur 3 Sekunden. Das bringt mir ja nichts. Oder das ist doch die stressige Musik. Da fühlt man sich richtig durchgepumpt. So, komm, wir kommen zumindest ein Stück weiter nochmal. Oh! Deswegen, liebe Kinder, sollte man nie aufgeben. Auch wenn es schon hoffnungslos erscheint, ihr seht den Counter mit den blinkenden Nullen, da war eigentlich gar keine Zeit mehr übrig. Das war wirklich überraschend cool. Aber, weil wirklich nachgedacht wurde, was habe ich da für ein Level? Das wäre jetzt deutlich langweiliger gewesen, wenn ich da alle Zeit der Welt gehabt hätte. Dadurch, dass aber das Zeitlimit mit dran war und das auch knapp gehalten wurde, hat man sich erst diesen Weg erarbeitet, hat dann geschaut, welche Power-Ups brauche ich, was nehme ich mit, wo muss ich welche Münze einsammeln. Und dann hat das auch wieder, ja, was Besseres einfach ergeben. Was Spaßigeres vom Gameplay her. Was dann auch am Ende noch schön hier kurz diese ganze mit den Blöcken da durch. Da fragt man sich, wie reicht die Zeit noch? Also... sehr, sehr gute Entscheidung, hier das Zeitlimit draufzusetzen. Es ist auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, hier eine Bewertung und einen Kommentar drunter zu setzen und den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuschmeißen, falls ihr das noch nicht habt. Ich hoffe, auch diese Folge des Super Mario Maker 2 Zuschauerprojektes hat euch fürstlichst unterhalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, tschüdelö und reingehauen.